Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute möchte ich euch eine Torte vorstellen, die ich sehr gerne mag und die auch super in diese Zeit passt. Und zwar ist das die Glühweintorte mit Preiselbeeren. Total lecker, sage ich euch. Also ich habe sie verschlungen und meine Familie fand die auch ganz toll und ich glaube, diese Torte werde ich auch zu Weihnachten machen. Sie geht schnell, sie ist einfach und richtig lecker. Habt ihr Lust? Seid ihr neugierig? Dann schaut weiter. Und das sind meine Zutaten, die ich brauche für den Kuchen. Und zwar gemahlene Haselnüsse oder Mandeln, dann etwas Zimt, Zucker, Mehl, drei Eier und Backpulver. Und dann brauche ich noch zweimal Schlagsahne, zweimal Sahnesteif, einen Tortenguss, einen Vanillezucker, ein bisschen Glühwein. Dann habe ich Preiselbeeren, die ich als Obst nehme und saure Sahne oder auch Schmand oder auch Frischkäse geht. Und jetzt geht's los. Und mit dem Zucker fange ich an. Und zwar brauche ich da 75 Gramm von. Das ganze Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer unter dem Video, wenn ihr auf mehr klickt. Dann gebe ich die drei Eier dazu. Und jetzt kommen noch drei Esslöffel heißes Wasser dazu. Eine Prise Salz noch. Und jetzt schlage ich das Ganze wieder richtig schön auf, so 2-3 Minuten, dann wird es fester und weißlicher. Es ist richtig schön schaumig geworden und jetzt geht es weiter. Und zwar gebe ich jetzt 60 Gramm Mandeln oder Nüsse dazu, gemahlene. Und 60 Gramm Mehl. Dann kommen noch 2 Teelöffel Zimt dazu für die weihnachtliche Note. Und 1 Teelöffel Backpulver. Das Ganze hebt ihr jetzt einfach vorsichtig runter. Ich mache das wieder mit diesem Schneebesen. Könnt ihr auch nochmal mit einem Handrührer machen, aber ganz vorsichtig. Sonst macht ihr die kleinen Bläschen kaputt und dann geht er nachher nicht so schön auf. Das duftet schon richtig lecker nach Zimt. Herrlich. Ein schöner Weihnachtskuchen, ganz einfach wieder gemacht. Natürlich ein bisschen alkoholisch angehaucht. Wenn ihr Kinder habt und die mitessen, dann braucht ihr den Glühwein ja nicht oben in den Tortenguss reingeben. Dann macht ihr es einfach mit Kirschsaft oder mit Traubensaft oder einfach nur mit Wasser. Dann gebt ihr alles wieder in die Springform rein, dies vorher mit einem Papier ausgelegt und nicht gefettet. Alles gut verteilen und dann kommt er bei 160 Grad in den vorgeheizten Backofen bei Umluft, so circa 10 Minuten. So, mein Kuchen ist fertig. Er war jetzt 12 Minuten im Backofen und wenn man so drauf drückt, dann knistert der. Dann ist er fertig. So, jetzt muss er nur noch abkühlen und dann geht's weiter. Und jetzt geht's mit der Sahne weiter. 2 Becher Sahne. Könnt auch ein bisschen weniger nehmen, wenn ihr das zu viel findet. Ein Vanillezucker und 2 Sahnesteif. Und damit einmal aufschlagen. Die Sahne ist geschlagen. Jetzt geht's weiter mit dem Schmand oder mit der sauren Sahne. Ihr könnt auch mehr nehmen als 200 Gramm. Ihr könnt auch locker 300 Gramm nehmen. Das macht jetzt nicht groß Unterschied. So, das gebe ich einmal hier noch in die Schale rein. Und da gebe ich noch 2 schwach gehäufte Esslöffel Zucker dazu. Das sind also um die 30, 40 Gramm. Und dann schlage ich das Ganze einmal kurz auf, dass sich der Zucker löst. So, das ist auch fertig. Und jetzt hole ich mir meinen Kuchen wieder zurück. Ich habe einen Tortenring hier rundherum gelegt. Der Boden ist richtig schön fluffig, richtig gut geworden. So, und jetzt kommen die beiden Sachen zusammen. Die menge ich jetzt einfach, hebe ich einfach unter, die Sahne.
und jetzt gebe ich das hier auf den Kuchen. Mein Tortenguss ist ein bisschen runtergelaufen von der Torte, darum empfehle ich euch hier, macht eine kleine Kante, also ein bisschen höher am Rand, dann fließt es euch nicht runter. Wenn ihr das alles verteilt habt, dann kommt er für 20 Minuten einmal in den Kühlschrank und dann machen wir gleich die letzte Schicht. Und als letztes machen wir jetzt den Tortenguss mit den Preiselbeeren. Und zwar, wie auf der Tüte draufsteht, einmal zubereiten. Auch hier würde ich euch empfehlen, zwei Tortengüsse zu nehmen, dann bleibt es auf jeden Fall fest. Anrühren und einmal aufkochen. So, wenn es einmal aufgekocht ist, dann gebt ihr jetzt das Glas mit dem Wild, also ich habe jetzt Wildpreiselbeeren, 400 Gramm sind das, die gebt ihr da einfach mit rein. Jetzt dürft ihr das nicht nochmal aufkochen, ansonsten wird er wahrscheinlich nicht fest. Einfach unterrühren und auf den Boden geben. Ich habe das jetzt so 5 Minuten abkühlen lassen und jetzt gebe ich es esslöffelweise hier auf meine Creme. Es riecht lecker nach Glühwein. Macht es nicht so wie ich, sondern lasst einen kleinen Rand, dann fließt es euch auch nicht von der Torte. Und wenn ihr alles verteilt habt, dann müsst ihr sie nochmal in den Kühlschrank stellen. Und zwar so lange, bis euer Guss fest ist. Bei mir hat es jetzt 3 oder 4 Stunden gedauert. Vielleicht geht das auch nach einer Stunde. Meine Torte ist fertig. Sie ist total lecker geworden. Ein bisschen Probleme hatte ich oben mit dem Guss. Den schreibe ich euch aber ein bisschen anders auf, damit er auch wirklich fest wird bei euch. Und das ist meine Torte. Total einfach und super, super lecker. Probiert sie einfach mal aus. Sie ist schnell gemacht, ihr habt ja gesehen, nicht viel Arbeit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Und so sieht sie im Anschnitt aus.